Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Depot-Update, nämlich für den 16. Januar 2024. Vorab sei natürlich aber wieder wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs, Kryptowährungen oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder sonstiges benötigt. Ja, der Januar, die Hälfte ist jetzt schon wieder rum. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme da nicht mehr hinterher. Die Zeit vergeht wirklich so unfassbar schnell. Ja, wir sehen heute 26,05 € minus bislang, 0,29%. Die Börse ist hier natürlich noch geöffnet, deswegen schwankt es gerade immer noch so ein wenig hin und her. Und wenn man hier mal drüber schaut, dann sieht man, es ist eigentlich ja, relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ein bisschen was im positiven Bereich, ein bisschen was im negativen Bereich. Hier wechselt es sich, wie man sieht, ganz schön ab. Negativ, positiv und so weiter. Hatte ich auch noch nie so gesehen, aber interessant. Und ich würde sagen, wir gehen rein und schauen uns mal BioNTech an, die heute einen ja nicht so tollen Tag hatten, würde ich sagen. Hier 7,48% minus gemacht, entspricht 7,42 €. Und ich bin jetzt hier 54,72% im Minus, entspricht 2.218 €. Und gucken wir uns mal den Monat an. Der ist jetzt nämlich auch wieder im negativen Bereich. Also wir sehen hier, war es vor allen Dingen Anfang Januar echt ganz gut über die 100-Euro-Marke gestartet und dann, ja, jetzt so leicht wieder abgesunken. Und so sieht es hier gerade aus. Realty Income, ein kleines Plus gemacht von 1,24%. Insgesamt bin ich hier 11,64% im Minus oder 155 €. Und war aber nichtsdestotrotz ein sehr guter Tag hier bei Realty Income. Lockheed Martin, 1,38% Minus gemacht. Vor allen Dingen nachmittags ging es hier gut nach unten mit Start der US-Börsen um 15.30 Uhr. Und danach ist auch nichts wirklich mehr passiert. Also seit 15.30 Uhr ging es ja ab und dann hat es sich seitdem hier eben so gehalten. Und hier bin ich aber nichtsdestotrotz noch 43,46% im positiven Bereich, was mich natürlich auch sehr freut. Broadcom ist zum Schluss des Tages hier nochmal gut nach oben gegangen und steht jetzt bei 0,79%, was jetzt allerdings nicht so viel ausmacht. Und insgesamt ja 61,62% im Plus. LVMH, ja, eigentlich den ganzen Tag im Minus gewesen, zwar nicht viel, aber dennoch ein Minus verzeichnet, hier von 0,24% im Minus gerade. Und insgesamt bin ich hier ca. 8% im Minus. Ja, dann Verizon Communications, zum Schluss hier nochmal ordentlich aufgeholt und steigt gerade so weiter. Also hier ging es seit 12 Uhr ungefähr gut nach oben 2,69% hier im Plus. Hat mich natürlich auch sehr gefreut und ich bin hier jetzt im Plus mit 2,91%. Allianz, eigentlich den ganzen Tag im Minus gewesen. Jetzt ditcht es hier fast die Plus-Minus-Null-Grenze und jetzt eben gerade aber noch im negativen Bereich. Insgesamt bin ich hier bei fast 26% noch im Plus. Dann Coca-Cola war auch im Plus, ist jetzt aber gerade ziemlich am Sinken. Auch Plus-Minus-Null, hier hat sich nicht viel verändert und 3,89% hier im Minus. Unilever, vorhin auch in den Minusbereich gekommen und das sinkt auch hier gerade weiter. Hier haben wir 0,37% im Minus und insgesamt bin ich hier auch jetzt ein klein wenig im Minus, nämlich 0,75% oder 3,35 €, was jetzt natürlich nicht so viel ausmacht, aber ja, man wünscht sich doch eher da dann eine grüne Zahl. Aber alles gut, nichts ist schlimm daran. Novo Nordisk. Heute ein guter Tag, 1% plus gemacht, was auch sehr ordentlich ist. Aber wir sehen auch hier
Anfang Januar bzw. vor einer Woche noch, war es doch noch mal ein bisschen besser, aber das ist alles völlig normal. Sieht sehr gut aus, der Verlauf des letzten Monats hier, wo Novo Nordisk 9,54% plus gemacht hat, was wirklich extrem gut ist. Guckt man sich das letzte Jahr an. Ja, gab es auf jeden Fall Höhen und Tiefen, wie man hier ganz gut erkennt. Und ja, jetzt gerade auf jeden Fall ein Hoch aufs Jahr betrachtet. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Und insgesamt ist meine beste Aktie mit 124,45% im Plus. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Novo Nordisk im Depot habt. Und falls ja, was ihr denkt, wie es hier in den nächsten Jahren weitergeht. Dann Next Era Energy hatte auch einen ganz guten Tag. Nichtsdestotrotz hier noch 17,87% im Minus. British American Tobacco, ja, auch ein kleines Minus, aber plus minus null, ganz grob. 1 Cent hier im Minus macht wirklich nicht viel aus. Hier insgesamt noch 14,76% im Minus. Und ja, was ich hier auch interessant finde, dass 16 Analysten sagen oder beziehungsweise raten, dass man hier die Aktie eher kaufen sollte. 69% von diesen 16 Analysten sagen eben kaufen. Natürlich muss man hier aber auch immer beachten, man kennt diese Analysten nicht. Also was sind das für welche, und deswegen vertraut nicht darauf oder entscheidet nicht basierend darauf, hier eine Aktie zu kaufen, wenn hier bei Trade Republic eben steht, kaufen. Also macht euch da immer ein eigenes Bild. Wir sehen hier 9,75 Dividendenrendite. Das macht pro Anteil 2,69 Euro aus. Und ja, hier gibt es auch schon die Financial Release am 8. Februar, ist ja dann auch gar nicht mehr so lange hin. Dann Walt Disney steigt gerade sehr schön. Nichtsdestotrotz bin ich hier 42,38% immer noch im Minus, und das wird, denke ich mal, auch noch ein bisschen dauern. BlackRock ein kleines Minus von 0,52%, insgesamt hier ein Minus von 3,54%. Dann kommen so meine ganzen Problemkinder, sage ich mal. Li Auto, ja, sehr schlecht, 3,35%. Insgesamt bin ich hier 30% im Minus. Fiverr, ja, ein kleines Plus gemacht, aber hier noch 83% im Minus. Dann Nel Azar, auch sehr schlecht, fast 10% Minus gemacht sogar. Insgesamt hier 63% im Minus. Xpeng 2,57% im Minus, insgesamt 43,36%. Dann Zalando, ja, auch eine Talfahrt gehabt heute, 3,61% Minus und insgesamt hier 79%. Und ja, hier die Sachen, Sylvania Platinum macht jetzt alles nicht so viel aus, 40% hier im Minus und hier, ja. Was soll man dazu sagen? Ja, so sieht es auf jeden Fall bei mir aus. Schreibt mir natürlich auch gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Und ja, das würde mich dann auch mal interessieren. Ansonsten zeige ich euch demnächst auch mal mein ETF-Depot. Da hatten ja auch jetzt einige gefragt. Das kann ich natürlich gerne machen. Und es hatten auch einige nach Bondora gefragt. Da werde ich es dann auch direkt mal zeigen. Ich werde das Video wahrscheinlich morgen oder so aufnehmen und bleibt da auf jeden Fall gespannt. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Video.